wie im Comic, so auf dem Schotter. Hallo, ich bin's wieder, Thomas Friebe, Profisprecher, Co-Autor des Bestsellers Transform It, Brian Tracy und Erfolgsexperte. Und ich möchte euch heute in diesem Blogbeitrag eine Geschichte erzählen zum Thema Intuition und wie sie mir einmal das Leben gerettet hat. Es war in Griechenland vor ein paar Jahren. Ich war da mit meiner Familie in einem kleinen Hotel direkt am Meer. Und dann bin ich morgens immer schön gejoggt, als alle noch schliefen. Herrlich. Morgens um 5 ist noch alles frisch. Die Hitze ist noch nicht ganz so hoch und heiß. Und dann bin ich losgejoggt und dann kam auch meistens schon die Sonne so über die Bergkuppen und so eine steinige Straße am Meer entlang mit herrlichem Ausblick immer wieder. Es war super. Und zwischendrin gab es so ein kleines Dörfchen am Meer. Es ging dann wieder runter und an so ein kleines Dörfchen und da ging so eine Straße durch, so ein Schotterweg und rechts und links waren so kleine Bungalows. Das war so eine Art Ferienhaussiedlung und da war so ein Hund und der bellte ordentlich, als ich da morgens vorbeikam. Aber der war schön angekettet, also keine Sorge. Jetzt bin ich weiter gejoggt, so meine 7, 8, 10 Kilometer und dann wieder zurück und dann komme ich wieder durch das Dorf und höre den Hund bellen und bieg um eine Kurve und höre auf einmal auf dem Schotter, wie ein Hund richtig schnell läuft. Und das war ein großer Hund. Das hatte ich ja vorher gesehen. Und ich, in dem Moment wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Soll ich weiterlaufen? Der ist schneller. Also drehe ich mich um und sehe, wie dieses Viech auf mich zugerannt kommt, mit richtig aggressivem Blick. Und ich habe gar nicht überlegt, sondern bin ihm entgegengerannt und habe nur laut geschrien. Aah! Und dieser Hund guckt mich an, wie im Comic, so auf dem Schotter. Und springt dann zur Seite über den Zaun. Und fängt weiter an zu bellen und zu bellen und zu bellen und kläfft mich an. Und ich blieb einfach nur ruhig stehen und bin rückwärts gegangen und habe diesen Hund immer angeguckt, Auge in Auge. Und dachte mir so, beweg dich, la, ja, nicht. Und bin so ganz langsam rückwärts, Schritt für Schritt um die nächste Kurve gegangen. Und er ist auch immer bellend, ne, neben dem Zaun hinter mir her und bellte, aber kam mir nicht viel näher. Und dann bin ich um die Kurve und da muss ich mich erstmal hinsetzen und tief durchatmen. Und neulich erzähle ich diese Geschichte, wir hatten Freunde zu Besuch und es kam irgendwie auf Hunde und dann kamen die Kinder natürlich, Papa, erzähl mal deine Geschichte mit dem Hund in Griechenland. Und dann erzähle ich die Geschichte und ein Freund von mir sagt, interessant, mir ist mal was mit einem Hund passiert und dann erzählt er seine Geschichte, dass er am Rhein entlang gegangen ist, hier in Deutschland, in Düsseldorf war es, glaube ich, und plötzlich sieht er zwei so richtige, heftige Kampfhunde, so Dobermänner oder sowas, auf sich zukommen. Und er wusste auch nicht, was er machen sollte. Herrchen, weit und breit nicht zu sehen. Und er hat sich nur hingestellt und sich nicht bewegt. Und hat die Hunde auch nicht angeguckt, sondern geradeaus über die hinweg. Völlige Erstarrung. Und die Hunde kamen an und blieben dann in etwas Entfernung stehen, weil dann das Herrchen um die Ecke kam und schrie und pfiff und sonst wie. Und dann blieben die stehen und fingen ihn einfach nur an anzukläffen, aber waren ziemlich nah an ihm dran. Und als er das so erzählte und ich meine Geschichte, haben wir so festgestellt, ja, das ist die Intuition gewesen. Ich habe intuitiv reagiert und war in dem Moment, war das genau das Richtige. Und er hat auch intuitiv reagiert, was für ihn auch genau das Richtige war. Und wahrscheinlich hat beides mal unsere Intuition uns das Leben gerettet oder zumindest vor bösen, bissigen Hunden bewahrt. Und mir ist danach so klar geworden, das, was ich so für meine Wahrheit hielt, wenn ein Hund auf dich zukommt, dann reagierst du so, dann passt das schon. Das hätte bei ihm gar nicht funktioniert. Und ich glaube, dass seine Strategie oder Taktik bei mir nicht funktioniert hätte.
Und darüber hinaus ist mir aufgefallen, dass die Wahrheit, die ein anderer hat, oft genauso gut oder besser ist als unsere eigene Wahrheit und unsere eigene Lösungsmöglichkeit. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil es ist im Grunde genommen fast dieselbe Situation. Wir haben komplett anders reagiert und sind zu dem genau richtigen Ergebnis gekommen. Denk mal darüber nach. Wo denkst du, so und so müsstest du das machen bei einem anderen, dann kommst du auch zum richtigen Ziel, weil du es so gelernt hast oder weil das deine Erfahrung ist. Vielleicht ist sein Weg genau der richtige, der bessere. Mit dieser Überlegung lasse ich dich jetzt allein, aber du kannst mir gerne einen Kommentar hinterlassen hier unter dem Video. Ich freue mich darüber. Auf ganz bald, dein Thomas Friebe.